Hallo und herzlich willkommen hier zum zweiten Part von Let's Play World of Tanks hier auf Roma Pipe aus der Sicht vom Alro Robin, der jetzt ja auch bei uns in Cat Channel mitwirkt. Außerdem ist der Pascal dabei, jetzt der 28 Prototyp. Ja, ich warte auf was, ja. Der Robin fährt halt seine ES3 und ich habe meinen Tiger zuerst gepackt. Wir sind im schönen Neuner-Gefecht. Schönes Neuner-Gefecht, sagte er. Schönes, vor allem schön. Naja, ich schließe mich mal dir an, wo auch immer du hinfahren willst. Ich fahr rechts. Dann komm ich mit. Die Prototype sollte sich eigentlich nach da oben stellen. Das ist eigentlich Jagdpanzerposition. Nein, ja, ich brauche aber viel zu lange. Ja, das ist es gerade. Das ist. Ja, das ist trotzdem mal hin. Das ist die beste Position für einen reinen Metall. Da kann sich dahinter schön verkriechen und dann macht er Pum und dann erstmal 600 Schaden. Hey, ich bin ja reingeteilt, ich lieb das. Ja, was meinst du, wie die spielen? Die so, guck mal, ab dem Schaden gemacht und dann auf einmal kommt sich ein Keks an. So funktioniert das. Ja, genau ist so. Ist leider so. Und die wenn sie sich dann freuen, noch weiter, ja, und dann freuen sie sich am Ende so viel, weil sie gewonnen haben, und dann bringen sie ihre Arti noch um. Oder keine Ahnung, was sie dann noch machen. Die Dinger oder sie bringen sich selbst noch mit ihrem Splash. Die Dinger sind unsichtbar. Das stimmt wiederum auch. Warte, habe ich das Mikrofon aktiviert? Ja, ich habe das Mikrofon aktiviert. Das ist sehr schön. Solange du nämlich eine Tablatur drückst, steht das Spiel still. Bei dir. Ja. Boom. Stirb. Ich habe sie gekettet. Oh, jetzt hat sie repariert. Ja. Aber ein Reparaturkit hat die, glaube ich, nur dabei. Du kannst auch. Man kann auch noch ein großes mitnehmen, ich weiß aber, ich glaube nicht, dass du das noch mitnehmen. Ja, da musst du aber auf Medikit oder sowas verzichten. Und das will ich nicht. Oder auf Feuerlöscher, das will ich nämlich auch nicht. Boah, Frame-Einbruch, ein ganz kleiner. LOL! Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Der Tiger 2 hat große 10-5er drauf. Ja, sicher, der kommt bei mir so durch. Ja, okay. Steht gerade nicht angewickelt, weil der KV3 auf meiner verschissenen Position steht, verpiss dich da. Ich glaube, ich muss mal immer aufnehmen und dann eine Sendung machen. 90. Ja, sehe ich. Ich muss eigentlich mal immer so aufnehmen und dann immer so machen, seid ihr in Rage. Ja, 1390 nicht sein Magazin leer machen. Oh, E75 ist bei mir abgeprallt. Schön. Ich sag doch, da oben ist Jagdpanzerposition. LOL, daneben gezielt. Aua! Ich hab verzogen. Wir werden gleich hier gerade überrannt. Pass auf, dass du da. Komm, 1390, fahr einmal raus. Du sitzt auf die 1390, ich fokussiere die ISO. Abgeprallt. Keine ISO. So. Ach, scheiße. Warum muss der KV13 noch auf meiner Position stehen? Ja, aber erstmal, man sieht sein Antriebsrad, was eh übel schlau ist. Robin, fahr mal einen Schritt nach vor. Der TE34 kommt dann gleich rum. Ich hab Angst vom 1390 da oben. Was ist das hier? Aber der muss sein Magra vermutlich noch nachladen. Ich weiß überhaupt nicht. Ich glaube, der würde sich nicht blicken lassen, wenn er kein volles Magra hätte. So schön drauf achten. Zieht der E75 zieht sich nicht zurück. Hast du den gekettet? Alter, nein. Nein, ich rede von Dings. Ich prall ab in der Wanne. Ich muss weiter zurück, sonst krieg ich Beschuss. Ich muss weiter zurück, Seidi. Ich kann nicht, ich will die Alter, wie unsere Seite übelst verloren hat. Alter, danke, Seidi. Danke, vielen Dank. Sehr vielen Dank. Und mein Fahrer ist auch am Arsch. Ich versuche jetzt was Riskantes. So, und jetzt Nitro reinhauen. Ich versuche mich jetzt noch zu retten irgendwie. Na klar. Okay, das war schon wieder eine schlechte Runde. Weil wir nur Noob-Teams abkriegen und ja. Ist auch einfach so. Muss ich noch was anderes sagen?
Nein. Außer, dass heute noch ein zweites kommt. Ich weiß nicht, mit welchen Panzern. Auf jeden Fall. Hoffentlich wird das besser. Hoffe ich auch. Ich musste mich gerade kurz muten. Kann durchaus sein, dass du gleich ein kleines Stückchen schneiden musst. Warum denn? Aber mein Vater vielleicht. Okay, wir kommen... Oh, also mach du. Ist mir auch egal. Willkommen zurück zum zweiten Gefecht. T-34, Prototype und... Punkt 12 Tonner, ja. Der kleine Mann da hinten. Ja, ganz wichtig, ich so kurz zu sagen, könntest du das auch mal so machen, dass du alle Panzer in ein Bild reinschneidest und die dann so direkt drehen lässt. Indem du das bei Dings bei P, ach, bei Paint bearbeitest, wenn du da weitere Bilder einfügst. Nee, nur ein Bild ist besser. Ja, dann machst du immer nur deins. So, ich hab Angst und ich werde ja auch vermutlich failen, weil ich auf dieser Map noch kaum gescoutet habe. Und wenn ich das gemacht habe, habe ich eh nur übelst gefailt. Tust du also, immer, aber... Aber ich habe ja auch noch nie mit 12 Tonner gespottet. Also mit 12 Tonner war ich ja noch nie auf der Map. Nur mit DLC. Mal gucken. Maga ist noch nicht nachgeleert. Ach, nachgeleert, natürlich. Man lernt einen Maga nach. Wann tut man das nicht? So. Das heißt, ich werde mich hier vorne gleich an diese Position. Machen. Natürlich, links fährt wieder keiner hin, da muss man wieder ein Heavy ran. Ah, das ist die Hellcat. Vor der habe ich ein bisschen Angst. Wenn ich die einfach nur zerlegen würde. Du kannst ja einfach easy zerlegen. Ui, aber nicht, wenn da noch mehr kommt und ich keine Hilfe krieg. Ja, dann fahr zurück. Ein bisschen schnell vorfahren. Du siehst ja, was du alles an Hilfe kriegst, das ist genug. Das war alles meine Aufklärung, aber ich muss die nochmal aufklären, damit ihr daran Schaden machen könnt. Die haben zwei Artillerien. Hey, warum haben wir eine 8er und eine 6er und die eine 8er und eine 7er? Ne, das Matchmaking. Kennst du es doch. Hier hinten ist der Amix 1375. Oh Gott. Bei euch ist ja wirklich einiges. Bei uns geht die Party richtig ab. Ja, ich bin auch gleich da. Ja, das sehe ich. Der Prototyp ist einfach so übelst langsam, das ist der einzige Nachteil. Ja, sonst ist der aber übelst OP. Oh, ist die AT aufgespottet? Beide? Ja. Alter, alles außer AMX, AC und Nashorn ist aufgespottet. Ich glaube, ich sollte jetzt einfach hier rechts fahren und durch. Oh, da oben ist das Nashorn. Da ist Nashorn. Wow, da steht noch ein bisschen mehr. Warum ist schon wieder einer von uns tot und von denen noch keiner? Das regt mich schon wieder so auf, ne? Das darf dich aber nicht aufregen, das ist nur ein Spiel. Das regt mich aber auf. Weil das die ersten Anzeichen von einem Loose sind. Aber wir haben jetzt unseren Scout verloren. Ja, egal ob Loose oder wow. Punkte. Ja, aber... Da kommt noch ein bisschen mehr. Nein, ich hab verschossen. Und jetzt stehe ich Nashorn 1 und 1 gegenüber. Da ist der feindlich, da sind ein paar feindliche Einheiten geplatzt. Putz, die ist down. Ja, der ist auch geplatzt. Nein, AMX. Er sollte vielleicht einen Magger mit Gold mitnehmen, das wäre vielleicht auch mal ganz, ganz angebracht. Ja, vielleicht auch nicht. Ich komme hier nirgendwo durch. Alter, wie der Tiger 1 einfach da durchgefahren ist. Ja, AMXAC 46 schießt mit Gold. Manga wird nachgeladen. Ja, ich krieg hier mal eine ganz gute Runde hin, ich sterb nicht. Ja, ich sterb gerade auch, nicht zum Glück. Ui, beide wollen auf mich schießen. Oh, Amix 1375 hat geschossen. Fokussieren sich jetzt ein bisschen anders und nicht auf mich. Amix 1375 prallt in meinem Heck ab. Könnte ich nicht mal ein bisschen anders fokussieren? Ich bräuchte mal Hilfe. Oh nein. Es kommt gleich wieder der 75er von hinten. Und hinter mir steht eine ISO.
Juhu! Boah, wow, geschafft. So, ich habe Angst vor der IS-3. Ich warte darauf, dass die schießt, weil dann drücke ich noch mehr. Wenn ich jetzt noch einen Shot von der Arti abkriege, bin ich tot. Sehr gut. Ich habe 2 Kills, ihr habt beide einen. Was ist los? Läuft voll gut gerade. Es gibt schön Pünktlein. Schön Pünktlein in meine Kasse. Ich weiß nicht, wo die ISO ist. Weiß ich auch, ich habe ein bisschen Angst vor der M12, dass die mich gleich one-shot. Ich weiß nicht, wo die ISO ist. Ah, hat sie gerade geschossen. Da ist die ISO. Aber. Oh, wie ich diesen Panzer vermisst habe. Haha! Okay, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.